Digga, dieser Hurensohn mit M16, ne? Ich hoffe wirklich, du bist unglücklich im Leben. So, Killchain gemacht gerade. Ja, safe eigentlich. Ja, Killchain. Yo, moin! So bescheuert. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr ja schon unschwer im Titel erkennen konntet, geht es heute um die beste MP im Multiplayer. Also um die beste MP im MP. Die Leute, die Alpha gespielt haben, wissen ja, wie geisteskrank die AKU damals war. Und dann wurde sie ja schlechter gemacht und dann wurde sie irgendwie in Vergessenheit geraten. Aber sie ist immer noch safe, die beste MP. Zum Release war es zwar mit Abstand die MP5, aber die wurde ja gepatcht und ist jetzt nicht mehr so gut. Die AK ist wirklich um einiges besser. Ich muss allerdings sagen, als ich die AKU gespielt habe ohne Aufsätze, sie war wirklich so kacke. Du kannst es wirklich nicht mal ansatzweise vergleichen, wie wenn du Aufsätze hast. Boah, jede Nate trifft mich auch, ne? Ey, nein. Oh, rechallenged. Oh, Floyd. Küss deinen Penis. Kam mit Shotgun um die Ecke, richtig nice. Oh ja, oh ja, nein. Oh. Ah, jetzt mit den ersten Aufsätzen? Ja, doch. Ah! Ganze Lobby hat gerade Shotgun! Nein! Ah, ich hab Schalldämpfer! Ich hab Schalldämpfer! Ey! Nein, ich hab den Bug wieder. Ich will Klasse wechseln. Bitte, ich will Klasse! Nein, nein, ich hab Schalldämpfer! Bitte lass mich die Klasse wechseln! Als ob man einfach ein anderes Fahnenkreuz hat, wenn man Schalldämpfer drauf spielt. Hä? Ja, und die wird gesniped. Wie gesagt, ohne Aufsätze hat es wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber als ich dann den ersten Lauf bekommen habe, dann war sie sehr nice. Oh, jetzt spielt sich die AK schon einiges besser, wirklich. Oh ja, oh ja, oh ja, die droppen jetzt viel, viel schneller. Was? Nein, 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 nein! Drei! Yo! Unten da drin, der ist mal wieder. Blut, Floyd, rechts neben dir. Also rechts neben dir, unten drin war nicht. Der Nate. Ich glaube, ich habe gerade zweite Halbzeit. Ich würde schätzen, ich spiele 5 zu 20 oder so in der zweiten Halbzeit. Das ist nix. Mit Lana im Clan-Tech. Oh, ich bin so gelasert. Ich laufe in der S-Mine. Also oh, Schmacker. Oh mein Gott. Was bist du für eine Streak? Ach, nicht groß, aber. Nicht groß. War sehr gut. Oh, Doppel! So. Na, Abschuss, ja, ja, ja. Schön. Ja, die fühlen sich gut an, gell? 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 Jetzt muss ich hier crossen können, bevor ich sterbe. Was geht hier ab? Nein.
nicht mehr dran gedacht, dass die linke Seite offen sein könnte. Scheiße. War so eine leckere Alter, Spiel. Was war das gerade? Digga, diese scheiß M19 Level ist so stark, aber ich bin so schlecht mit der. Nein, drüben im Haus. Den war da. Nein, nein, zu viel. Die verlieren wirklich jeden Gunfight gegen mich. Die verlieren jeden Gunfight. Digga, dieser Hurensohn mit M16, ne? Ich hoffe wirklich, du wirst unglücklich im Leben. So, Killchain gemacht gerade. Ja, safe eigentlich. Ja, Killchain. Irgendwann habe ich mich sogar so gut mit der Waffe eingespielt, dass sogar ich auf Streak gekommen bin und das nicht selten. Ja, und das ist dann dabei passiert, als ich auf Nuke gegangen bin. Jeder in der Mitte ist abflug bei mir. Garrosh hinter dir. Ja. Shotgun. Shotgun oben im Haus, hab ich gewonepumpt. Nein, nein. Nein, kannst du dir nicht raus, da hin. 23er. Ich muss reingehen. Wir haben alle Flaggen gefühlt. Ich komme zu hinten. Nein, okay, von der Seite. Digga, ich. Ich hab ihm wirklich gerade gezeigt, wer sein Sensei ist. Bin ehrlich. Meinst du, ne? Wohl Bro, Marken ist gleich. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Wirklich komplett vorbei. Nein, ist vorbei. Ist vorbei? Nice! Ist vorbei! Egal, ist nicht so schlimm, ich wollte eh keinen Nuke machen. Nee, wollte ich haben, alles gut. Nein, nein! Von hinten! Das ist Spawn, der Spawn Flip. Nein, das war so ein krasser Flip. Halt wirklich. Bro, ich war wieder 13. Sei mal ruhig, ich bin 19. Du musst dich eventuell ein bisschen beeilen, Kurt. Ich weiß ja nicht, wo sie spawnen, das ist nicht gut. Sehr. Lol. Ja, die haben C eingenommen, Tisch. Nee, A auch, ich check's nicht. Ne, wobei, ja, Teammate ist jetzt ganz reingerannt, Digga, ich hasse es. Alle kommen hoch, gerade bist du oben, ja, ne? Mhm. Einer kommt hoch, zwei, einer nur noch. Na, Bro. Die spawnen. Wir müssen noch links hin spawnen. Nein, er versteckt sich so sehr. Ich sehe ihn jetzt, ich habe auch keine Drohne oder so. C, alle dead. Kann ich krieg keine Kills! Dicker! Ja, sie ist andere Seite wieder. Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh. Kommen wir nun wie immer zum Klassensetup. By the way, ich habe die Waffe eigentlich auf Gold, aber irgendwie, warum auch immer, ist die eine Weitschussmedaille einfach wieder zurückgegangen und ich habe die Waffe nicht mehr auf Gold und ich war zu faul, den Weitschuss wieder zu machen, weil es mich wirklich einfach abgefuckt hat. Kommen wir mal nun zum allerersten Aufsatz. Das ist natürlich der normale erste Schalldämpfer. Und ich wurde letztens gefragt, warum spielt eigentlich niemand den letzten? Das ist halt einfach überkacke, dass man 25% effektive Schadensreichweite verliert. Und beim normalen hat nur 15% und die effektive Schadensreichweite ist ja schon etwas, was man eigentlich ziemlich hochhalten möchte. Beim Lauf habe ich wieder einiges rumprobiert und eigentlich müsste man ja denken, dass der letzte Lauf der beste ist. Ich meine, mit dem Lauf hat man ja auch extrem viele Vorteile, aber man hat auch einen extrem hohen Rückstoß und das möchte man eigentlich so gut wie gering halten bei der AKU. Also ich habe es wirklich ausprobiert mit dem Laufen, man hat wirklich einen viel zu hohen Rückstoß damit. Und deswegen würde ich euch den VDV-Verstärklauf empfehlen. Man hat damit wirklich kaum Rückstoß und trotzdem eine sehr gute effektive Schadensreichweite und auch eine sehr gute Projektilbeschleunigung. Beim Unterlauf habe ich wieder den Spessners-Griff genommen, einfach weil der am besten den Rückstoß kontrolliert. Beim Magazin habe ich das allerletzte genommen, einfach weil ich gefühlt immer die 50 Schuss gebraucht habe und auch immer schnell nachladen musste und diese 25% minus Zielvisierdauer hat irgendwie nicht so sehr gestört, wie ich finde. Aber um diese Zielvisier Geschwindigkeit wieder rauszuholen, habe ich auch den allerletzten Handgriff genommen. Der bringt nämlich nochmal plus 30%. Und man kann auch noch damit dropshotten und hat weniger Flinch. Ich finde wirklich, so ist die Waffe ein extremes Biest. Du kannst damit auch auf Long Range absolut lasern. Wirklich, es fühlt sich eigentlich auch so ein bisschen an wie eine AR. Eine richtig, richtig geile Waffe. Wie gesagt, meiner Meinung nach auch die beste MP im Spiel. Vielleicht seid ihr aber sogar anderer Meinung und könnt mir natürlich sehr gerne schreiben, was eurer Meinung nach die beste MP ist. Das war's auch wieder von mir. Ich hoffe, ihr könnt damit besser aufs Street gehen als ich.